Achtung, der Bitchute-Kanal Kiebicker ist nicht mein Kanal. Irgendjemand benutzt meinen Namen und veröffentlicht dort meine Videos. Und zwar meine Videos ab 6.2.24, die ich auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht habe, sind auf diesem Kanal komplett alle veröffentlicht worden. Es gibt nun auf BitChute zwei Kanäle, und zwar meinen eigenen Kirsten Becker 64 und der mir nicht gehört, nämlich Kiebecker. Also ich begreife nicht, was das soll. Ich verstehe das alles nicht. Wer bist du? Warum veröffentlichst du meine Videos unter Kiebecker? Ich möchte, dass du damit aufhörst. Am 1. Mai entdeckte ich plötzlich, dass mein Video "Schöne Erinnerungen sind Balsam für meine Seele", blende ich hier mal ein, zweimal veröffentlicht worden ist. Einmal Kiebecker und einmal unter Kirsten Becker 64. So, und ich möchte mich nun, und dies ist mein Kanal, blende ich hier nochmal ein, und dies ist der Fake-Kanal. Und ich möchte mich jetzt an die Öffentlichkeit wenden, da die Person leider nicht auf meine Bitte eingegangen ist. Ich habe in der Videobeschreibung vom 1. Mai, und zwar mit dem Video "Tierboten in meinem wunderschönen Paradies", diese Person gebeten, bitte es zu lassen, meine Videos auf BitChute unter meinem alten Namen Kiebiger zu veröffentlichen. Aber leider hat sich diese Person nicht daran gehalten, denn eben gerade sah ich, heute ist der 3. Mai, Freitag 2024, dass diese Person heute Nacht, so gegen 3, glaube ich, 2 Uhr noch was, dieses Video trotz allem weiter veröffentlicht hat, wieder mit meinem Originaltext. Natürlich hat diese Person meine Bitte nicht mit veröffentlicht, und ich wende mich jetzt an dich. Kiebiger, wer bist du? Wer bist du? Warum machst du das? Was soll das? Ich sehe in deiner Handlung keinen Sinn. Ich habe mich gewundert, dass seit einiger Zeit meine Videos auf BitChute eingebrochen sind, denn wer BitChute noch nicht kennt, BitChute ist sowas ähnliches wie YouTube, bloß viel kleiner. Ich bin auf BitChute schon sehr, sehr lange, veröffentliche dort auch Videos, die ich auf YouTube veröffentliche. Ich habe auf BitChute aber nicht meine Videos von meinem Garten und meiner Drossel und so veröffentlicht. Das hast du getan, Kiebiger. Wer bist du? Ich gehe davon aus, dass es hier wohl nur darum geht, nicht irgendwie, dass du meine Videos gut findest oder so. Das denke ich mal eher nicht. Es geht wohl eher darum, dass du ganz gezielt dies machst, weil du möchtest, dass meine Aufrufe auf BitChute einbrechen. Es macht auch keinen Sinn, dass die Menschen denken, warum hat Kirsten denn zwei Kanäle mit identischen Videos? Das alles macht einfach keinen Sinn. Ziel und Zweck ist wohl eher, dass du möchtest, dass meine Aufrufe niedriger sind. Dies ist auch alles so sinnlos. Hinzu kommt, dass die Wahrheit immer ans Tageslicht kommt. Ich wünsche dir, dass du Einsicht zeigst, dass du siehst, was du machst. Es bringt nichts, wenn Menschen immer wieder negativ handeln. Was das soll, kann ich nicht nachvollziehen. Weißt du, ein liebevolles Miteinander ist so leicht. Das kannst du auch umsetzen. Ich freue mich natürlich, dass dir vielleicht auch meine Videos so toll gefallen, dass du sagst, yeah, ich mache jetzt einen Kanal. Aber dann hättest du das sehr wahrscheinlich unter deinem eigenen Namen gemacht. Es gibt viele YouTuber oder viele bei BitChute, die auch Videos, die sie toll finden, weiterveröffentlichen. Unter ihrem eigenen Namen aber nicht identisch mit meinem alten Namen. Da du Kiebiger benutzt hast, gehe ich davon aus, dass du mich kennst. Denn Kiebiger habe ich früher öfters benutzt, ob es als E-Mail-Adresse war oder als YouTube-Kanal. So hat früher mein YouTube-Kanal mal geheißen. Also, was soll das? Hör bitte auf damit. Es macht keinen Sinn. Und überlege mal, wie toll das wäre, wenn auch du liebevoll handeln würdest. Wenn viele Menschen, die negativ handeln, die anderen Menschen sehr viel Schaden und Leid zufügen, endlich umdenken und aufhören mit diesem Mist. Weißt du, was dann passiert? Dann hätten wir nämlich ganz, ganz schnell eine Welt mit ganz viel Liebe, Frieden und Harmonie. Dann wird es keine Kriege mehr geben. Ich mache meine Videos, weil es mir Spaß und Freude macht. Und ja, ich denke, du kennst mich. Fange an, liebevoll mit deinen Mitmenschen umzugehen. Glaube mir, dann fühlst du dich viel, viel besser.
und ein liebevolles Handeln, wow, weißt du, was dann passiert? Dann fällt dir auch ganz viel Glück und Harmonie zu. Dann bekommst du ganz viel Glück. Und scheinbar scheinst du Langeweile zu haben. Denn wenn du dich mitten in der Nacht hinsetzt und mein neues Video vom 1. Mai, heute Nacht am 3. Mai, hochlädst, mitten in der Nacht, da fällt mir wirklich nichts mehr ein. Aber danke, dass dir meine Videos vielleicht doch so gut gefallen. Aber es ist Blödsinn, was du machst. Also hör endlich auf damit. Und wenn du noch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen Liebe in deinem Herzen hast oder ein bisschen denkst, oh ja, ich habe mich blöd verhalten, dann löschst du jetzt diesen Kanal, Kiebeke, und hörst auf damit. Ne? Hör auf damit. Was soll's? Ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe, die besten Wünsche für dich, dass ein Umdenken bei dir stattfindet. Ja? Und ja, danke, dass meine Videos oder dass du meine Person so interessant findest, dass du so viel Zeit investierst, dies umzusetzen. In diesem Sinne, lieben Gruß von Kirsten.